You are my provider. Everything I need is found in you. You are my desire. Every step I take, I look to you. The one who gives me life. The one who gives me joy. The one who gives me all I need. Bring it on, your love and favor. Pour it out to me once over. Bring it on, your love and favor. Pour it out, Lord. You are my provider. Everything I need is found in you. You are my desire. Every step I take, I look to you. The one who gives me life. The one who gives me joy. The one who gives me all I need. Bring it on, the love and favor. Pour it out to me once over. Bring it on, the love and favor. Pour it out, Lord. Bring it on, the love and favor. Pour it out to me once over. Bring it on, the love and favor. Pour it out, Lord. Come on, wake up. Wake up, wake up. Dream again. Finish my feet. The earth is ready. I know it's time for heaven's rain. Oh, yeah, yeah. 'Cause it's living water we desire. Fly our hearts with holy fire. Break down all around the world. We're singing. Break down. Can you hear the earth is singing? Break down. My heart is dry, but still I'm singing. Break down. Break it down. Back to the stars. Heart is heavy, feels like it's time.
Yes, I'm ready. I'm ready to dance upon this barren land. Come on, wake up. Hope in my hand. Yeah, yeah. Cause it's living water with desire. Wake Up Winterfest begann bereits in den späten 90er Jahren. Es wurde unter verschiedenen Namen bekannt, aber im Grunde kam es aus der Pensacola Brownsville Erweckung, als amerikanische Jugendgruppen anfingen, nach Deutschland zu kommen, um der Jugend in Deutschland zu dienen. In den Jahren 2004, 2005 legte es uns dann Gott aufs Herz, Wake Up auf dem Europäischen Theologischen Seminar zu machen, fortzusetzen. Die Vision ist es, dem Verlangen der Jugendlichen Raum zu geben, dem Verlangen, dass sie Gott begegnen. Nach wenigen Jahren, eigentlich oben auf ETS, wurde es dann noch dort zu klein. 2007, 2008 fand Wake Up in der Stadthalle Freudenstadt statt. Und Gott hörte nicht auf, eine junge Generation zu sammeln und sie mit seinem Feuer zu inspirieren. Während Wake Up 2011, 2012 noch stattfand, wurde aus Platzgründen bereits an dem Umzug zum Messegelände in Villingen-Schwenningen gearbeitet. Das gesamte Wake-Up-Team unter der Leitung von Tivko Jacobs entwickelte sich von Jahr zu Jahr immer weiter. Vertraute Gesichter sind es immer wieder, die ihr Leben in Jugendliche hineinschütten, ausschütten und immer wieder entschlossen sind, weiterzugehen, weiter große Gebete zu beten. Und gesamt dieses Team macht viele kleine Schritte, anstatt dass einer einen großen Schritt macht, und das ist total begeisternd zu sehen. Einzigartig ist dieser Tiefgang auf dieser Jugendkonferenz. Lange, tiefe Gebetszeit vor dem Altar, vor dem Thron Gottes, internationale Freundschaften, das Massenlager, aber vor allen Dingen diese Freiheit, die Jugendliche dort bekommen und erhalten. Wir sehen eine junge Generation in Deutschland, die von Gott ergriffen wird. Und wie sich das Verlangen nach seiner Gegenwart in ganz Europa ausbreitet. Wake Up Winterfest findet dieses Jahr das erste Mal in Irland statt und entschlossen schauen wir nach Osteuropa. Das Netzwerk unter den Jugendlichen wird immer enger geknüpft. Gott sammelt die junge Generation in ganz Europa, um mir eines klar zu machen: Wake Up!
You know what it is? I love it. Yeah. I love it. Let's talk about it. Your boy's been a Christian quite a few years. Yeah. Victory in faith, but I failed in my fears. Man. I heard a lot of words that have tickled many ears. That's why I praise God for the word that we adhere. The word became flesh, lived for 30 years. Died at 33, but after days reappeared. Jesus Christ, anointed one, ascended in the ear. Or you could say the heir, where the Father made him heir. Of all things, the throne, no, it's more than a chair. But after all, yes, he did take a chair. Greater than the angels, named superior to theirs. This is Hebrews chapter 1, if you can. Quoting my lines, hey, like what you think you doing, putting hope in your rhymes. Hey, they watching, I know. Hey, they talking, I know. I done seen this all before, man. It's just part of the show. Let's go. Für sie ergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Jump to life! Rüderhausen, danke schön. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Wake Up 1213. Welcome to Wake Up 1213. Hiermit eröffnen wir offiziell Wake Up. So we open hereby Wake Up. Steht mal auf, schüttel deinen Nachbar und sag, es Get ist Wake Up Zeit. Shake your neighbor's hand and say, it's Wake Up Time. Schüttel ihn und kneif ihn und sag, es ist Wake Up Zeit. Shake him and tell him, it's Wake Up Time. Wow. Hey, wie genial ist es hier zu sein? How great it is to be here at Wake Up. Sag mal deinen Nachbarn, wie genial ist es hier zu sein? Hey, tell your neighbor how great it is to be here at Wake Up. Und wenn dich fragt, dann sag ihm, es ist total cool. And if you, he asks you and you tell him, it's so cool. Wow. Ich habe gedacht, wir können uns mal kurz vorstellen. So I thought we maybe introduce ourselves. So wir gehen von der vordersten Reihe an. Sagt kurz euren Namen, Schuhgröße, so wo ihr herkommt. First row, just say your name and the size of your shoes. Ich habe das der Band. Ich habe das der Band gesagt. Also we told the band, so they know. Wir sind dann so 10 Uhr fertig. So at 10 o'clock we'll be finished. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit Anbetung machen, oder? And then we'll see how we do it with the worship time. Aber wollt ihr wissen, wer wir sind? Do you know who we are? Ich darf Cornelius Beyer vorstellen. So I may introduce Cornelius Beyer. Genial, genau. Und ich darf euch den Dennis vorstellen. And this is Dennis. Bisschen mehr vielleicht, oder? Nee, das ist okay. Wir sind demütig. Wow.
hey, wer ist denn eigentlich Gastsprecher auf dieser Konferenz? So do you know who are the speakers at this conference? Ich zähle bis drei und dann schreit ihr mal so die Namen rein. So I will count to three and when I'm at three you will shout out the names, okay? Und wir versuchen so herauszufinden, was ihr so geschrien habt. Alle auf and einmal. And we try to find out whatever you screamed, okay? All at once. Habt ihr einen Namen? Do you have a name? Ja, okay, eins. One, zwei, two, three. Okay, es war Cornelius Bayer. Es war Reggie Debs. Nein, Reggie Debs und Brian Schlottmann. Brian Schlottmann. Und eine geniale Band aus Amerika ist auch noch eingeflogen. And we do have a great band from America that came in. Hey, Leute. Jimmy. Oh, ich wollte spannend machen, ich wollte spannend machen. I just wanted to sort of make it a bit more exciting here. Die Amerikaner haben uns Reggie Debs geschickt. The Americans sent us Reggie Debs. Und wir haben... And we have... Wir haben Jimmy Hong gebracht. And we brought Jimmy Hong. Er ist der deutsche Reggie Debs. He's the German Reggie Debs. Wow, Leute, es erwartet... Brian, haben wir ihn vergessen? Nein. Did we forget anybody? Hey... Was denkt ihr, was uns so erwartet auf dieser Konferenz? What do you think what we can expect at this conference? Und jetzt habt ihr ja schon Übung. And now you also have some practice. Jetzt müsst ihr einen Gedanken haben, was ihr erwartet. So you have to have a thought, whatever you expect. Wer ist so nach dem Motto, Gott soll wirken, mal Hand hoch? Who would say, God shall work, do something, wer put your hand. Wer ist so mit dem Gedanken da, Gott muss mich verändern? Maybe somebody's here, God needs to change me. Ist jemand da, der sagt, ich will Gott in meinem Leben. Is somebody here that says I want God in my life? Ist jemand, der Gott haben möchte? Is there anybody here that wants God in their life? Jetzt hört gut zu. Now listen to me. Wir sind ja Christen. We are Christians, okay? Und wir haben Glauben. And we have faith. Und wir werden das jetzt multiplizieren mal 10. So we will multiply that by 10. Wir machen das hoch 10. And we do it to the 10th. Und jetzt können wir gemeinsam beten. We can pray together. Weil jetzt genau sind wir am richtigen Punkt. Because we are at the right point right now. Hey, wir haben ein geniales Programm aufgestellt. We have a great program. Wir haben Kleingruppen. We have small groups. Wir haben wieder die tiefen und langen Gebetszeiten vorne am Altar. We have deep and long prayer times here at the altar. Ihr werdet nach Hause gehen mit internationalen Kontakten. We will go home having international contacts. Und ich glaube, wir werden sogar Tränen sehen hier. And we will probably see some tears. Nicht nur, ja auch, Tränen der Freude. Some tears of joy. Aber Tränen, wo wir genau wissen, da ist Gott. But there's also tears where we know genau, there's God is here. Da kann es vielleicht das Auge ein bisschen feucht werden, weil wir genau wissen, okay, Gott hat mich gerade berührt. Our eyes may get wet because we know God has touched me. Wisst ihr, wir erwarten Wunder. We expect miracles. Wir erwarten Gott. We expect God. Und wir möchten Gott herzlich willkommen heißen we heute want to Abend. Welcome God in our midst tonight. Und das möchten wir in einem Gebet machen. And we want to do that in a prayer. Diese Konferenz gehört This Gott. Conference belongs to God. Der Grund, warum du hier bist, the reason that you are here ist Gott. Is God. Die Antwort, die du suchst, the answer that you seek ist Gott. Is God. Und jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen. Now let's get up together. Und lasst uns unsere Hände erheben. Let's lift up our hands. Lasst uns unsere Hände erheben. Let's lift up our hands. Und lasst uns diesen Raum Gott weihen. And let's dedicate this time to God. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Holy Spirit, we invite you. Komm mit deiner Gegenwart in diesen Raum. Come with your presence into this room. Jegliche Kette, die da ist, Herr. Any chain that is here, Lord. Irgendeine Einsamkeit, die wir mitgebracht haben. Some loneliness that we brought. Irgendwelche gebrochenen Herzen, die hier Some sind, Some broken hearts that are here. Wir sprechen jetzt Freiheit aus. We speak freedom. Im Namen Jesus. In the name of Jesus. Jesus Christus. Jesus Christ. Wir heißen dich. We welcome you. Herzlich willkommen in diesem Ort. In this place. Regiere du, Vater. Reign, O Holy Father. Sei du hier, Vater. Be here, Father. Du bist Alpha und Omega. You are the Alpha and the Omega. Du bist der Provider, der Versorger. You are the Lord our Provider. Du bist Anfang und Ende. You're the beginning and the end. Und deine Existenz. And your existence. Sie ist ewiglich. Is eternal. In deiner Größe. In your greatness. Hast du das Universum geschaffen? You created the universe. In deiner Größe. In your greatness. In deiner Vollmacht. In your power. In deiner Kraft, Jesus. In your might, Jesus. Bist du hier. You are here. Mitten unter uns. In our midst. Wir
Wir heißen dich willkommen mit einem lauten Applaus. Wir rufen dazu gerade jetzt, and we shout out to you, God. Halleluja. Lass uns mal rufen zu Gott. Halleluja. Let's just clap for him and shout for Jesus. As a worship leader or someone who likes music, als ein Lobpreisleiter oder jemand, der Musik mag, I think often about worship. Denke ich oftmals über Anbetung nach. Especially in Old Testament. Vor allem im Alten Testament. You know, today is easy. Weißt du, ja, heutzutage ist es ganz einfach. Keyboards, drums, bass, everything we need. Schlagzeug, Bass, alles was wir haben. It was a little bit harder in the beginning. Es war ein bisschen schwerer am Anfang. But there is something very interesting what happens in Old Testament when people were worshiping in the temple. Aber es ist etwas ganz Besonderes, Interessantes, was passiert ist, wenn im Alten Testament die Leute angebetet haben. The priests and the worship leaders waren die Lobpreisleiter. Wouldn't stand like this towards you. Die waren nicht so gestanden euch gegenüber. But like this. Aber so. Worshiping Almighty God. Anbetend den Allmächtigen. Together with his children. Together with his children. Zusammen mit seinen Kindern. Together with his nation. Zusammen mit seinem Volk. Worshiping Almighty God. Den Allmächtigen Gott anzubeten. The one that nothing is impossible for him. Demjenigen, dem nichts unmöglich ist. Everything. He can do everything. Du kannst alles machen. Do we want to do it tonight? Wollen wir das heute Abend machen? Old Testamental worship. So wie im Alten Testament. I want to invite you to come front. So möchte ich euch einladen, nach vorne zu kommen. It's anyhow more space here in front. Wir haben ein bisschen mehr Platz hier vorne. Let us come to the altar. Lass uns vor dem Altar kommen. Let us worship our King. Lass uns Gott anbeten. Let us worship the one who everything is possible for him. Lass uns den anbeten, den just come up front. Let's worship together. Lass uns Gott anbeten zusammen. Let us say to him. Lass uns zu ihm sagen. How much we love him. So wie viel wir ihn lieben. How much thankful we are. Wie dankbar wir. Do we want to do it together? Wollen wir es zusammen machen? Do we want to do it together? Wollen wir es zusammen machen? Do we want to do it together? Wollen wir es zusammen machen? Through you, I can do anything. I can do all things. It's the truth that keeps me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I am leaving nothing. Come on, nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, oh.
Brot wird vermehrt, Flamme gehen, so bist nur du, Herr. Du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stellst zuerst alles andere, Gott, du sei heiler, starker Befreier, so bist nur du. Greater, I got.
is stronger. God, you are higher than any other. I got a sealer, awesome in power, our God, our God. So awesome, so mighty, so mighty. Worship. So hungry for you, God. So hungry, God. So thirsty of your spirit, of your presence, God. So thirsty, God. That's why we are here, my Father. Deswegen sind wir hier, Vater. We need more of you, Father. More in our hearts, more in our lives, God. Herzen, more Leben, of your power, mehr von deiner Kraft. We need you, Spirit. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. We need you, Holy Spirit. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Füll unser Herz. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Jesus. We need you, Jesus. There's no one like you, Father. Niemand so wie du. No one like you. Keine. No one like you. Niemand so wie du. Jesus. Jesus. Bow before you, God. There is no one like you. Thank you, Jesus. Left my field by the side of the road. Here you stay, won't let go. Fall to my knees as I lift my hands to pray. God, let me reason to be here again. Father's love that draws me in. And all my eyes wanna see is a glimpse of you. All I need is you. Of my Savior once again. Where would my soul be without your sight? He gave his life to save the earth. And all in the dark that you're watching over me. All I need is you. Sing together. All I need. All I need is you.
anyone who loves Jesus in this place? Is there jemand, der Jesus liebt? Is there anyone who loves Jesus? Is there jemand, der Jesus liebt? Let's just take a few moments. Let us just worship Him without own words. Lassen Sie mich einfach so anbeten, ohne Englisch groß anbeten. Let us just lift our voices. Jesus, we worship you. Lass uns einfach so worship Your holy name, God. Dich anbeten. You are here in this place, God. And you reign in this place, God. And we just want to bring Your appreciation. Our appreciation. Just let us receive this, what You have for us, God. We'll lift up our voices. We'll lift up our hands. Lift up our hearts, God, and we want to worship You, God. Hallelujah. Because You are worthy. You are the one we want to worship. Thank You, Jesus. Thank You for Your glory, God. Thank You for Your glory, God. Thank You that You are worthy, God. Thank You, God, that You are so worthy. And He will make a way.
Vielleicht können wir mal einen Augenblick noch mal unsere Augen geschlossen halten. Maybe we can leave our eyes shut for just a moment. Ich habe so den Eindruck, dass in diesem Augenblick gerade nur Jesus zählt. I just have the feeling that in this moment only Jesus counts. Weißt du, so wie wir sind hier ganz neu. You know, we are here and it's all new. Es sind viele bunte Lichter. There's many colorful lights. Einiges überwältigt uns vielleicht. Some things may be overwhelming us. Aber lass uns da mal einen Moment sein, wo einfach nur Jesus zählt. But let this be a moment where just Jesus counts. Die Sache ist nämlich, dass unterm Strich zählt nur Jesus. Because at the bottom of it all, just Jesus is the one that counts. Nur Jesus. Only just Jesus. Wisst ihr, ich bin in meinem Leben unterwegs. You know, in my life I'm on the road. Und ich zähle nur auf Jesus. And I just count on Jesus. So Sachen, die mich beeindrucken, andere Sachen, das habe ich schon lange losgelassen. Things that impress me, I just let go, just other things. Es ist einfach nur die Gegenwart Gottes, die mich wirklich umhaut. But because really just the presence of God just knocks me out. Es sind nicht irgendwie tolle Autos, die irgendwie mich beeindrucken würden. It's not cool cars that impress me. Es sind nicht irgendwie große Bühnen, die mich beeindrucken würden. Not great stages that impress me. Es ist einfach Jesus Christus, der in mein Leben hineintritt. It's und just er haut mich einfach um. Jesus Christ stepping into my life and he just knocks me out. Und je länger ich unterwegs bin hier mit dem Herrn, and the longer I'm on the road with the Lord, desto wichtiger sehe ich es einfach, dass das so etwas in uns ist, ein Schrei, eine Sehnsucht, wo wir sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche. I see there is a cry and a longing that is in our hearts that shouts out to him, Jesus, you're all that I need. Denn wenn wir Jesus nicht haben, because if we don't have Jesus, haben wir nichts. We have nothing. Vater, Father, alles gehört dir. Everything belongs to you. Und so geben wir dir alles. And so we give you everything. Jesus, wir beten nur dich an. Jesus, we only worship you. Nur dein Name erhält alle Ehre. Only your name receives nur all du honor. Zählst. Only you are the one that counts. Vater, wir lieben dich, Herr. Father, we love you, Lord. Vater, und heute Abend wollen wir sagen, wir brauchen dich. And Father, tonight we want to tell you, we need you. Wir brauchen dich, Jesus. We need you, Jesus. Jesus, das, was wir brauchen, ist nicht ein besseres Entertaining. Jesus, wir brauchen dich. We don't need a better entertainment. We need you. Jesus, nicht nur von Hören sagen, aber von Angesicht zu Angesicht, Jesus. Not just by hearing about you, but seeing you face to face. Und so, Vater, bitte ich dich vom ganzem Herzen, so, Father, begegne uns from heute all Abend. Of our hearts that you meet us tonight. Jesus, begegne du mir, Jesus, heute Abend. Meet me tonight. Come on, Jesus, sei du hier mitten unter uns. Jesus, be in our midst. Du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind, dein Name, da bist du mitten unter uns. Two or three are gathered in your name, there you are in their midst. Come on, lass uns mal allgemein so unsere Hände heben. Let's just all lift our hands together. Und lass uns das mal tun als eine Entscheidung, Gott anzubeten. Let's do this as a decision to worship God. Das ist keine fromme Aktion. Es soll einfach nur ein äußerliches Zeichen sein, but it's an outward sign. Wo wir sagen, Gott, ich bete dich an. Where we say, God, I worship you. Über alles andere stelle ich dich jetzt. I will stretch out to you. Jesus, über alles andere will ich nur dich. Above all, Jesus, I just want you. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Heiliger Geist, und hier sind wir. Holy Spirit, here we are. Und Vater, ich bete, dass du uns einen Heiligen Geist schenkst. And Father, I ask you that you give us your Holy Spirit. Dass du durch die Reihen gehst und jeden einzelnen berührst. That you go through the rows and touch every single one of us. Vater, ich bete für persönliche Begegnungen. Father, I pray for personal encounters. Jesus, wir danken dir, dass wir hier stehen, du und ich. Jesus, I thank you that we can stand here, you and me. Und Vater, ich danke dir, dass wir dich nicht einladen, sondern dass du uns heute einlädst, in deine Gegenwart zu kommen. And Father, thank you that we don't invite you, but you invite us into your presence. Und hier tonight sind wir, Jesus. Because here we are, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Praise and honor be to in you. Im Namen Jesus. In the name of Jesus. Komm, lass uns Jesus nochmal richtig einen Applaus geben. Let's just clap for Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Dir sei alle Ehre, Herr.
Halleluja. Halleluja. Gott ist gut, Amen. God is good. Amen. Halleluja. Danke, Amen. Jesus. Es fühlt sich so an, als hätte ich schon gepredigt. It just sort of feels as if I've already preached. Aber umso dankbarer bin ich für Bora und sein Lobpreisteam. But the more thankful I am for Bora and his team. Lass uns doch mal einfach eine warme Wertschätzung einfach dem Lobpreisteam geben. Maybe so wunderbar heute eingestiegen sind. Let's honor this worship team by that they led us in worship. Halleluja. Halleluja. Mensch, was für ein Start. What a great start. Ich freue mich so sehr, heute Abend hier mittendrin zu sein. I'm so happy to be in your midst tonight. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. I don't know how it's about you tonight. Weißt du, ich bin seit dem ersten Wake-up auf Kniebis dabei. I've been there from the first wake-up on Kniebis. Ich weiß gar nicht, wann das genau ist, aber es kommt mir vor, als wäre ich jetzt das achte, neunte oder zehnte Mal vielleicht sogar dabei. I don't know how much it is. It feels a bit like the eighth, ninth or tenth time. Und weißt du, und wenn man so umzieht, dann hat man so gemischte Gefühle, oder? And if you move, there is sort of mixed feelings. Also so geht's mir ein bisschen. That's how I feel a bit. So, ich war an Kniebis erst gewöhnt. First I was used to Kniebis. Dann kam ich nach Freudenstadt in die Fest- und Turnhalle. Then we went to Freudenstadt. Fest- und Turnhalle there. Und nun sind wir hier und ich weiß nicht genau, was mich erwartet. And now we are here and I don't quite know what to expect. Aber weißt du, was ich immer mache? But you know what I always do. Und so möchte ich dich ermutigen, das so zu tun. I want to encourage you to do the same. Ich reise übers Jahr so durch Deutschland und durch die Welt. I travel throughout Germany in the year and through the world. Und ich sehe verschiedene Gemeinden von Landeskirche bis Pfingstkirche. I see many churches from state church to Pentecostal churches. Und es ist einfach immer eine unterschiedliche Atmosphäre, wo and ich there's reinkomme. Always a different atmosphere when I get there. Und ich sage mir immer, wenn ich reise. And I tell myself when I travel. Und ich bete und ich sage es mir ganz bewusst. And I pray and I tell myself deliberately. Ich gehe nicht hinein, um die Atmosphäre abzuchecken. I am not going in to sort of check out the und atmosphere. Entsprechend mich zu verhalten. To then sort of behave in a certain sondern way. Ich sage, ich gehe rein und bring die Atmosphäre des Heiligen Geistes rein. But I say, I will go in and I will bring the atmosphere of the Holy Spirit. Ich sage, ich bring meinen Gott rein. I say, I bring my God in there. Also schick mich nach Paraguay oder nach Timbuktu. Ich send predige me to Paraguay meinen Gott. Or to Timbuktu, I will preach my God. Ob es in Freudenstadt oder Villingen-Schwenningen whether ist. I'm in Freudenstadt or in Villingen-Schwenningen. Und so will ich dich ermutigen. So I want to encourage you. Wisst ihr, wir sind doch unter uns. Wir you sind know, Geschwister. We are here in this together. We are brothers and sisters. Und lasst uns das Äußere einfach mal ausblenden und hinein in unsere Bruderschaft hineingehen. Let's just take aside all the outward things and go into our brotherhood. Ich habe mich schon gefreut, so einige bekannte Gesichter zu sehen. I was happy to see some familiar faces. Ein paar amerikanische Kollegen. Some American colleagues. Unseren Cornelius. Our Jimmy ist einer meiner Lieblingsübersetzer. One of my favorite. Lass uns Cornelius dann noch mal einen warmen Applaus geben. Und auch von euch, wir haben uns auch schon hier und da mal gesehen. So even you, we saw each other here and there. So vorm Gottesdienst stupste mich jemand an. Aus der zweiten Reihe. Before the service started, someone touched me from the back. Und sie sagte, hey Jimmy, kennst du mich noch? And I said, hey Jimmy, do you still know me? Und ich nickte ganz freundlich. And I nodded. Und sie sagte, hey, ich bin diejenige, die einen krummen Finger hatte. She said, I am the one that had a bent finger. Und du betest für mich und der Finger ist gerade, ich wurde geheilt. And you prayed for me and the finger is straight, I was healed. Und wie durch den Heiligen Geist sagte ich, Larissa. And through the Holy Spirit or something, I said, Larissa. Du sagte ja. And she said, yes. Also so, man findet hier so Verbindung. So you find these connections man, here. Man fühlt sich doch ein bisschen wie zu Hause, oder? You feel a bit like home, don't you? Ein anderes Mädel stupste mich an. Another girl just, came to me. Sagte, kennst du mich noch? She said, do you still know me? Und ich nickte ganz freundlich. So I nodded friendly. Und sie sagte, ich bin die den Heiligen Geist gesucht hat. And she said, I'm the one that sought the Holy Spirit. Und ich habe gefragt, hast du ihn gefunden? And I asked, did you find him? Und sagte ja. And she said, yes. Und ich denke mir, Mensch, das ist happy family hier. And I thought to myself, this is happy family. So wie so Familientreffen auf Wake Up. So it's like a family gathering here und at Wake Up. Und das ist das Schöne, dass jeder einzelne seine Geschichte finden wird. So that's the great thing, that everyone will find their story. Und das ist mein Wunsch für
heute Abend. And that's my desire for tonight. Dass jeder von uns eine Begegnung mit Jesus Christus hat. That everyone has a meeting with Jesus Christ. Ich weiß nicht, mit was für Erwartungen du heute Abend hierher gekommen I don't know with what expectations you came tonight. Ich weiß nicht, was für Erwartungen du auf Wake Up hast. I don't know what you expect from Wake Up. Vielleicht bist du das allererste Mal hier. Maybe you're here for the very first time. Vielleicht bist du schon ein alter Hase und du kannst es gar nicht mehr richtig mitzählen, wie oft du hier warst. Maybe you have been here so much that, so often that you don't even count anymore how often you've been here. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott ist hier. But you know, I believe God is here. Und das ist nicht so ein Spruch eines Predigers. Ich glaube es That's wirklich. Not just a preacher saying a nice saying. I really believe it. Ich würde heute nicht hier sein, wenn ich nicht wissen würde, dass Gott hier ist. I wouldn't be here tonight that if I didn't know that He was here in our midst. Und wie wäre es, wenn wir heute Abend unsere Herzen öffnen und den Heiligen Geist einladen, in unser Herz zu kommen? And how would it be if we invite the Holy Spirit tonight to come into our hearts? Dass uns trifft mit der Kraft Gottes. That He meets us with the power of God. Leute, ich möchte euch sagen, wir brauchen Jesus. I want to tell you, we need Jesus. Jeder einzelne von uns, du und ich, wir brauchen alle Jesus. Every one of us, you and me, we all need Jesus. Vielleicht bist du richtig gut mit Jesus unterwegs. Maybe you're on the way very well with Jesus. Ich möchte dir sagen, du brauchst Jesus so unbedingt. And I will tell you still, you desperately need Vielleicht Jesus. Vielleicht steckst du tief in der Krise, tief in der Sünde. Maybe you're deep in a crisis, deep in sin. Oh, ich möchte dir sagen, du brauchst Jesus. And I want to tell you, you need Jesus. Wir alle, jeder einzelne von uns, every one of us, wir brauchen Jesus. We need Jesus. Wir schaffen es nicht alleine, Leute. We cannot do it by ourselves. Wir können noch so ein frommer Streber sein, wir werden es nicht schaffen we ohne can Jesus. Be such a religious geek, but we still will not make it without Manchmal Jesus. Sind wir ja so professionell. Geworden. Sometimes we've become so professional. Und dann denken wir, oh, ich habe alles irgendwie im Griff. And we think, well, I've just got it down. Ich weiß ganz genau, wie ich mich unter Christen zu verhalten I habe. I know how to behave when I'm with Christians. Aber ich möchte sagen, ich möchte heute in uns eine Sehnsucht wecken, wo wir sagen, you, ich brauche Jesus I Christus. I want to awaken a longing in us that we say, I really need Jesus. Wisst ihr, jeder Mensch braucht Jesus. You know, everyone needs Jesus. Wisst ihr, wo der Mensch denkt, ha, ich schaffe es auch alleine. Hey, everywhere where people say, oh, I can do it on my own. Denkt so, okay, ich kriege es schon irgendwie hin. Okay, I'll deal with it. Hey, ich bin der Klügste, ich bin der Weise, ich hab's drauf. I'm the smartest, I'm the wisest, I just have it down. Ganz nach dem Motto, ich bin mein eigener Gott. The motto is behind it is, ah, I'm my own God. Dann möchte ich euch mal ganz kurz diese Geschichte über den klügsten Mann der Erde erzählen. I just want to tell you the story of, about the smartest man in the Bible. Der klügste Mann auf Erden ist unterwegs in einem Flugzeug. The smartest man of the world is on his way in an airplane. Das Problem ist, das Flugzeug stürzt ab. The problem is the airplane crashes. Und es gibt Fallschirme. And there's some parachutes. Und es gibt allerdings nur zwei Fallschirme, aber drei Passagiere. So there's only two parachutes and there's three passengers. Und da ist dieser klügste Mann der Erde. There's the smartest man of the world. Da ist ein altgesockener Pastor-Veteran. There's an old pastor. Und da gibt es einen Schuljungen. And then there's a schoolboy. Und wenn du jetzt fragst, wie ist die Verbindung? And then how you think, how's the connection between those? Dann bitte ich dich nicht so viel zu fragen. Then I would ask you, don't ask so many questions. Und so sind die unterwegs. So they're all on the way. Aber nicht mehr lange, weil das Flugzeug ist gerade in der Situation abzustürzen. Because the plane is in the situation where it's about to crash. Und da steht der klügste Mann auf Erden auf. The smartest man on the earth stands up. Und sagt, Leute, wisst ihr was? And he says, you know what? Ich bin der klügste unter allen. I'm the smartest amongst all of us. Hey, diese Erde braucht mich. This world needs me. Ich bin so klug. I am so smart. Und ich bin der klügste. And I'm the smartest. Schnappt sich einen Schirm und springt. He takes a parachute and jumps. Und da ist dieser alte Pastor-Veteran. And then there's this old pastor veteran. Denkt sich nur, okay, das ist die Zeit. And he thinks to himself, it's the time. Er schaut sich den kleinen jungen Schuljungen he looks an at this little boy und sagt ihm, weißt du was? And he tells him, you know what? Ich habe mein Leben gelebt. I have lived my life. Und nun
schenke ich dir und überlasse dir den zweiten und letzten Schirm. So I will give you the second and last parachute. Und lebe dein Leben. Live your life. Und du darfst springen. And you may jump. Und das ist die Antwort des jungen Schuljungen. And the little boy has this answer. Sagte, hey, Herr Pastor. He says, Pastor. Das ist überhaupt kein Problem. No problem. Wir haben noch zwei Fallschirme. We have two parachutes. Denn der klugste Mann auf Erden, er nahm meinen Schulrucksack. Because the smartest man on earth, he took my backpack from school. Und schaut. You see, ist das nicht manchmal so im Leben? Isn't that how it is in life sometimes? Man denkt so, man hat's drauf, verstehst you du? You think you've got it down, you know? Man denkt, man kann's so alleine irgendwie schütteln. You think that you can sort of do it on your own. Abitur. Hey, was high willst school. Du denn? Ich hab Abitur. What do you want to do? I finished high school. Ja, deutsche Universität. So I'm going to German University. Ja, oder ich hab Ausbildung. Or I've done an apprenticeship. Hey, ich bin irgendwie der Chef für die Praktikanten. Hey, I'm the boss of the interns. Hey, ich hab's drauf. Ah, I know what to do. Hey, ich hab's zwar nicht zum Klassensprecher geschafft, aber ich bin Vize-Vize. Hey, I'm maybe not the class speaker, but I'm the vice class speaker. Man denkt, man hat's geschafft. You think you've got it down. Man hatte so zwei Jahre Biologie und man denkt, jetzt hat man drauf. Hey, you have 2 years of biology and you think you've got it down. So ich brauche keinen Gott. I don't need a God. Und so möchte ich dir sagen, oh ja, du brauchst Gott so I unbedingt. I want to tell you desperately need God. Und da gibt es auch natürlich ganz offensichtlich auch Menschen, die einfach verloren sind. And then obviously there are people that are just obviously lost. Und da möchte ich heute in eine Geschichte einsteigen, die so Jesus so unbedingt brauchte. And I want to go into a story where there's someone that really needed Jesus. So oder so, ich möchte dir sagen, wir brauchen heute This Abend or that alle way, Jesus. I want to tell you, we all need Jesus. In Markus Kapitel 10. In Mark 10 werde ich ab Vers 46 lesen. I will read as of verses 46. Und sie kommen nach Jericho. And they came to Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, and as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Blind Bartimäus, son of Timaeus, sat at the road begging. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, fing er an zu schreien und sagen, he began to cry out and say, Sohn Davids, Jesus, erbarme du dich meiner. Jesus, son of David, have mercy on me. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Then many went to be they told him to be quiet. Aber er schrie umso mehr. But he cried out all the more. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Son of David, have mercy on me. Und Jesus blieb stehen. So Jesus stood still. Und sagte und ruft ihn. And commanded him to be called. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm. Then they called the blind man, saying to him. Sei guten Mutes, steh auf. Be of good cheer. Denn rise. Er ruft dich. He is calling you. Er aber warf sein Gewand ab, and throwing aside his garment, sprang auf und kam zu he Jesus. He rose and came to Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Jesus answered and said to him, was willst du, dass ich dir tun what soll? What do you want me to do for you? Der Blinde sprach the aber blind zu ihm, man said to him, Rabbuni, dass ich sehen werde. That I may receive my sight. Und Jesus sprach zu ihm, then Jesus said to him, geh hin, go your way. Dein Glaube hat dich geheilt. Your faith has made you whole. Gleich wurde er sehen und folgte ihm and auf dem Weg nach. Immediately he received his sight and followed Jesus on his road. Jesus Christus, ich möchte danken für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort. Jesus Christ, I thank you for your word. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. I thank you that your word is true. Heilige uns durch dein Wort, denn dein Wort ist Wahrheit. By your word, because your word is truth. Vater, und ich bete, dass dein Wort messerscharf kommt. Father, and I thank you that your word will come sharp like a knife. Denn dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt von Seele und Mark. Separating between soul and spirit.
Vater, ich bete, Herr, dass das Wort in uns Substanz wird. And I ask you that this word will be grounded in us. Jesus, dass wir heute nach dem Wort greifen. That today we will stretch out to the word. Und dass wir nicht ins Leere greifen. And that we will not grab into empty space. Jesus, ich bete, Herr, dass das Wort, das von vorne gesprochen wird, in jedes einzelne Herz geht. And I ask you that this word spoken from up front here, it goes into every heart. Wir danken dir, Jesus, dass du da bist. We thank you, Jesus, that you are here. Ich bete für Cornelius, für Jimmy, dass du uns segnest. And I pray for Jimmy and for Cornelius. Mögest du uns salben, Herr, dein Wort zu bringen. Us to preach your word. Dir nicht irgendwie im Weg zu stehen, sondern diesen Weg vorzubereiten. Für das Werk, das du vorbereitet hast. Über Bitten und Erdenken. Über unseren guten Willen hinaus. In der ganzen Breite, in der Höhe und der Tiefe deiner selbst, Jesus. Wollen wir einsteigen in deine Gegenwart. In deinen Namen haben wir gebetet. Amen. Jesus war in Jericho. Jesus was in Jericho. Und er hatte dort gedient. And he ministered there. Und er hatte anscheinend sehr gut gepredigt. And seemingly he must have preached very well. Denn sehr, sehr viele Leute folgten Jesus und seiner Jüngerschaft nach. For many people followed Jesus and his discipleship. Jesus, er war einfach, er hatte nicht nur leere Worte, hinter seinen Worten steckte Kraft. Jesus didn't just have empty words, but his words were in power. Er ging umher und er heilte die Kranken. He went about and he healed the sick, it says. Er sprach Worte der Ermutigung. He spoke words of encouragement. Die Menschen haben sowas noch nie in ihrem Leben People gehört. Had never heard anything like it. Sie hatten viele Lehren gehört. They had heard many teachings. Sie wussten so das Alte Testament. They knew the Old Testament. Teilweise auswendig. Partly off by heart. Aber so wie ein wie Jesus, so haben sie ihn noch, like noch niemand Jesus, erlebt. They had never met in their Und so waren sie aus dem Häuschen. So where they Im were wahrsten really, Sinne really des Wortes. Happy. Sie haben ihre Häuser verlassen, they um left Jesus their zu houses sehen. To see Jesus. Viele folgten Jesus, sie hörten ihm zu. So many followed Jesus and they listened to him. Und so heißt es hier, dass Jesus nun seinen Weg ging aus Jericho hinaus. And so it says here that Jesus went his way out of Jericho. Und dann hören wir oder lesen wir, and then we'll hear, dass am Straßenrand ein Bettler sitzt mit Namen Bartimäus. At the side of the road there was a beggar sitting and his name was Bartimaeus. Bartimäus bedeutet Sohn des Timaeus. Bartimaeus means the son of Timaeus. Bartimaeus sind zwei Worte. Bar ist das Haus und Timaeus ist das Haus oder Sohn des Timaeus. So it's two words, Bar and Timaeus, son of Timaeus. Das bedeutet, der Mann am Straßenrand, er hatte eigentlich überhaupt keinen richtigen Namen. So it means that this man at the side of the road, he didn't really have a name. Es war einfach nur der Sohn des Timaeus. So it was just the son of Timaeus. Er hatte keinen eigenen Namen. He did not have his own name. Das ist, wenn ich zu Cornelius sagen würde, er heißt nicht mehr Cornelius, sondern einfach nur Sohn des Bayer. It would be as if I said to Cornelius, I don't call him Cornelius anymore, I just would call him son of Bayer. Oder Sohn des Hong. Or son of Hong. Bitte nicht lachen, das ist mein Nachname. Please don't laugh, that's my last name. Und wisst ihr, er hatte nicht mal einen eigenen Namen. He didn't even have an own name. Also ich freue mich ja, dass ich Jimmy heiße. I'm happy that I'm called Jimmy. Ich meine, aber hier, der Sohn des Timaeus, er hatte keinen eigenen Namen. Here, you know, son of Timaeus, he didn't have his own name. Das ist wirklich sehr, sehr schade, weil Namen haben ja auch eine Bedeutung, gerade zu dieser Zeit, in der Zeit. It's really sad, because especially in that time, your name had a strong meaning. Und du denkst, das ist vielleicht schlimm. And you think it might be bad. Dass er keinen eigenen Namen hat. But he didn't have an own name. Aber ich möchte sagen, es geht noch schlimmer. But you know, it gets worse. Timaeus aus dem Aramäischen bedeutet auch Trauer. Timaeus from the Aramaic also means sorrow or so grief. Heißt er nicht nur Sohn des Timaeus, sondern auch Sohn der Trauer. So it means that not only son of Timaeus, it also means son of grief or of sadness. Und schon von der Geburt an war er abgestempelt. And you know, from his birth he had a stamp on him. Und die Geschichte sagt, dass er saß am Weg. And the story tells us that he sat at the side of the road. Und vermutlich saß er im Dreck. And most probably just sat in the dirt. Er war ein Bettler. He was a beggar. Er war mit der Gunst und der Willkür der Menschen war er abhängig. He was completely attached and needed what the people would do for und him. Und er war sehr, sehr arm. Because he was so poor.
Und er war arm, weil er blind war. Then he was poor because he was blind. So Bartimäus, der Sohn der Trauer, so lebt am Rand der Gesellschaft. Son of Timaeus, or son of grief, he sat at the side of society. Oh, er war ein Niemand. He was a nobody. Seine Krankheit hatte ihn total in Armut verurteilt. His sickness had put him into poverty. Aus der Gesellschaft ausgestoßen. It put him out of society. Sie haben ihn sogar seiner Identität geraubt. They even robbed him of his identity. Und nun heißt es in Vers 47. And then in 740 it says. Und als er also Bartimäus es hörte. 47. And it says when he heard. Dass es Jesus der Nazaräer sei. That was Jesus from Nazareth. Fing er an zu schreien. He started shouting. Und zu sagen. And to say. Sohn David! Son of David! Have mercy on me! Und er schrie. And he shouted. Und er schrie, was das Zeug And he ist. Shouted as strong as he could. Und als ich das so las. And when I read this. Und mich in Bartimäus ein bisschen hineinversetzt habe. And I just sort of thought myself into his world, into Bartimäus' world. Dachte ich komisch. And I thought to myself, interesting. Warum sagt er Sohn David? Why does he say Son of David? Er fragt die Leute, wer es sei mit diesem Tumult und so, und sie sagt, es sei Jesus der Nazarener. And he asked the people, hey, who is this who's coming? And they said, it's Jesus of Nazareth. Und logischerweise, and logically speaking, wenn Cornelius mir sagen, es ist Jesus von Nazareth, if Cornelius tells me it's Jesus from Nazareth, dann würde ich doch als Bartimäus normalerweise then rufen, as Bartimäus would shout out, Jesus von Jesus Nazareth, from Nazareth, erbarme du dich meiner, oder? Have mercy on me. Ist doch right? Logisch, oder? It's logic, isn't it? Aber er sagt dir, Sohn David. He says, Jesus, Son of David. Erbarme du dich meiner. Have mercy on me. An dieser Stelle müssen wir verstehen, Bartimäus, er hat in diesem Augenblick eine Offenbarung Gottes erhalten. You know, Bartimäus had a revelation from God in this moment. Wisst ihr, in dem Alten Testament wird Jesus vorhergesagt als Messiah, der das Volk erlösen wird. In the Old Testament, Jesus was prophesied over as the Messiah that would redeem his people. Ich kann da heute Abend nicht ganz reingehen, aber in 2. Samuel 7 heißt es, 2 Samuel 7, it says, dass der König David, dass der Erlöser aus seinem Sprosse kommt. That King David, that out of his seed the Redeemer will come. Wir haben Prophetien über Prophetien im Jesaja und überall. Prophecies in Isaiah and everywhere. Und Bartimäus hat hier plötzlich eine Offenbarung. And Bartimaeus, all of a sudden, he had a revelation. Es war nicht nur Jesus von Nazareth. It wasn't only Jesus of Nazareth. Er ist nicht nur irgendein Mensch. It's not only just some person. Hey, das ist der Sohn Davids. This is the Son of David. Der uns jahrelang, Jahrzehnt, jahrhundertelang vorhergesagt wurde. That for us, ten and hundreds of years was prophesied. Unser Volk, wir warten schon jahrhundertelang auf diese Verheißung. Waiting for this man. Propheten warten auf diese Erfüllung Prophets und haben nicht gesehen. We're waiting for this fulfillment and never saw. Und so sagen Leute, hey, es ist einfach nur Jesus von Nazareth. So people said it's Jesus of Nazareth. Es ist einer von vielen. You know, it's one of many. Es ist wie heute. It's like today. Heute sagen wir, es ist Jesus, so ganz nach dem Motto, so eine historische Person. And you know, today we say, oh, Jesus is a historical person. Wenn überhaupt. If at all. Und die sagen, hey, das ist irgendein guter Lehrer, and irgendein they say, oh, Mensch. Some good teacher or a person. Und hier ist aber Bartimäus. But here Bartimäus is. Er hat eine Offenbarung Gottes. He has a revelation from God. Und ruft ihn Sohn Davids. And he calls him Son of David. Es waren Menschenmassen, die sind ihm nachgefolgt. People, crowds of people followed him. Und ich glaube, sie waren einfach nur sensationslustige. And they wanted just to see a sensational thing. Sie waren unterwegs, um irgend zu sehen, dass Jesus gleich irgendwie Hokus Pokus macht. They wanted to see Jesus doing some great hocus-pocus thing. Und so waren die Menschen unterwegs, aber sie haben nicht verstanden, dass er Jesus Christus ist, der Sohn Davids. So people were on their way, but they didn't understand that this was Jesus, the Son of David. Viele Schriftgelehrten haben es überhaupt nicht geschnallt, dass es Jesus war. Many scribes, they didn't understand that this was Jesus. Viele Pharisäer haben es nicht kapiert, dass es Jesus, many der Messiah Pharisees, ist. They didn't understand that it was Jesus, the Messiah.
Israel. Religiöse Menschen, die dieses, die teilweise das Alte Testament auswendig konnten. Religious people that knew the Old Testament off by heart. Sie erkannten diesen lang ersehnten Messias nicht. They did not recognize this long longed for Messiah. Aber hier ist Bartimäus. But here we see Bartimäus. Er hat diese Offenbarung. He had this revelation. Oh, und wie sehr ist das heute Abend mein Schrei, dass wir diese Offenbarung and how bekommen. How great this is the cry of my heart for tonight. Dass wir nicht irgendwie noch mehr Gaben brauchen. It's that we don't need more gifts. Dass es nicht noch mehr an Geld irgendwo mangelt. Oh, that we don't have lacks of money somewhere. Dass es nicht darum geht, irgendwie einen neuen Partner zu finden. It's not about finding a new partner. Aber das ist diese Offenbarung heute Abend. But ist Jesus Christus. It's this revelation for tonight. It's Jesus Christ. Der Sohn Christ, Gottes, den ich Son in meinem Leben of brauche. God that comes into my life. Und so ist hier Bartimäus, so it's like this with Bartimäus, der diesen Schrei und diese Sehnsucht nach Jesus hat. This cry and this longing for Jesus. Er war nicht ein Sensationslustiger. He wasn't a man who was looking for sensational things. Er schaute nicht nach menschlichen Sachen. He didn't look for human things. Ja, das wäre mit Sicherheit Jesus von Nazareth. He das wäre sicherlich, wo er gesagt hat, Jesus von Nazareth. And you know, he would have called that, it's Jesus of Nazareth. Aber er sagte, nein, Sohn Davids. But he said, no, it's the Son of David. Er ruft ihn und ruft ihn mit einem Ruf, wo er sagt, ich brauche dich. With a shout that he says, I need you. Ich brauche als Bettler nicht noch mehr Geld. Nein, ich brauche dich, Jesus. I don't need more money as a beggar. I need you, Jesus. Er bekennt den Messias. He confesses er this is the Messiah. Jesus Christus. He confesses this is Jesus Christ. Und jetzt pass auf, in Vers 48. And now in verse 48. Da sind die Schaulustigen. So there's all the spectators. Und viele bedrohten ihn. And many people they threatened him. Dass er schweigen solle. That he should be quiet. Wisst ihr, diese Schaulustigen, die wollten ihre Show. You know the spectators, they wanted their show. Er sagt, hey, Bartimäus, sei ruhig, denn Jesus ist gleich dabei, irgendwie Wasser mal he zu said, machen. Oh, Bartimaeus, just be quiet. Jesus is about to maybe change again water into die wine. Kranken heilen, so halt doch bitte deinen Mund. He wants to heal the sick, so please shut was up. Was sie sagen ist, stör unsere Show nicht. So please don't disturb our show. Hey, ich laufe schon den ganzen Tag mit Jesus hey, hinterher, um irgendwas I'm running zu sehen. Behind him for the whole day to see something und happening. Und die Menschen wollen ihn blind zum Schweigen bringen. And the people, they just want to make him silent. Und er ruft. And he shouts. Sohn Davids. Son of David. Hey, wisst ihr, you know, boah, ich weiß, wie es ist, wenn Leute mir das so an den Kopf werfen und sagen, ey, halt die Klappe. Hey, I know how it is and people tell me, hey, just shut up. Wisst ihr, so am Busbahnhof bei uns in Bonn. You know, at the bus station in Bonn. Da bringen wir jeden Donnerstag Essen raus. Every Thursday we bring out food. Und ich predige dort. And then I preach there. An einem Tag, an and einem Donnerstag. On a Thursday. Und dann sagte er, sei doch ein Alkoholiker. Bitte sei doch einfach ruhig. So there was an alcoholic. He said, just please be quiet. Er sagt, jeden Donnerstag muss ich mir das anhören. He says, every Thursday I have to listen to this. Das war wie so ein Kompliment für mich. It was just like a compliment for me. Aber wisst ihr, wenn Menschen uns was vorhalten. But you know, if people tell us something. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. I don't know how you feel. Hey, und ich weiß nicht, was heutzutage die Leute so alles zu uns sagen würden. I don't know what people would tell us today. Sowas wie, halt die Klappe. So he says, shut up. Oder sie würden zum Beispiel sagen, or they would say, halt die Fresse. Ja? Shut so. Your mouth. Ja? Es hört sich noch echt freundlich an. Yeah, ne? It sounds too nice, yes. Oder so von wegen, noch so ein Spruch, Kieferbruch. Say it again and I'll break your jaw. Ja? Oder noch so ein Ding, Augenring. Oh, say that again and I'll give you a black eye. Verstehst du so? Wir sagen, hey, halt die Klappe. And you know, they say, just shut up. Hey, wir wollen es nicht. We don't want that. Hey, wir holen uns hier nicht aus unserer Gemütlichkeit raus. Hey, don't get us out of our comfort. Und ich überlege, hey, wie würden wir handeln? And I think, how would we act? Wenn so diese Leute kommen und sagen, halt die Fresse. If these people say, just shut up. Also ich denke mir nur so, ich würde sagen, oh, hoppla, Entschuldigung. I would say, oh, I'm sorry. Oder ich würde sagen so, ups, ja. Oh, I would say, oops. Mein Fehler. My mistake. Ja? Oder so, so war das gar nicht gemeint. Oh, cool, okay, cool. I didn't quite mean it that way. It's, everything's cool. Ja, weißt du, so,
Da denkt man so, ey, alles ist in Ordnung, you know, überhaupt kein Ding. Everything's great, no problem. Ich habe das gar nicht so gemeint. I didn't mean it that way. Aber so schwach auch Bartimäus Augen waren, but as weak as his eyes, Bartimäus eyes were, war sein Wille doch größer. But his will was stronger. Da heißt es weiter in 48. In verse 48 it says, er aber schrie umso he mehr. Shouted even more. Er schrie umso mehr. He shouted even more. Er meinte, vorher war er vielleicht, ey, Sohn Davids. He says, oh, son of David. Erbarme du dich meiner. Have mercy on me. Aber nun, but now, wo die Leute ihn stoppen wollen. Wo die Leute ihn stoppen wollen. When people now wanted to stop him. Er sagte, ey, das geht gar nicht. He said, no, 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 this won't work. Weil er rastet wahrscheinlich aus. He completely freaks es heißt, out. Er rief umso mehr. And he shouted even more. Sohn David! Son of David! Ich brauche dich! I need you! Have mercy on me! So, like that. So, und die sagen, ey, psst, Bartimäus. And they say, und Bartimäus? And Bartimäus? Ah! Das hört sich wie so ein unerzogenes Kind an, oder? It sounds a bit like a not very well raised child. Aber ich möchte dir sagen, Bartimäus, er hatte einen starken Willen. But you know, Bartimäus had a strong will. Er wusste ganz genau, all dieses Kleingeld, das er bekommt, ey, das ist alles wertlos. Er will den Messias. He knew that all that little change that he got into his hat. Er wusste ganz genau, wenn er Jesus hat. Er wusste ganz genau, wenn er Jesus hat, hat er den Jackpot. He knew that if he has Jesus, he has the jackpot. Die Leute sagen, psch, psch. And the people say, psch, psch. Er tut gleich etwas. He will do something. Wir spüren es. And they feel it. Es knistert. It's happening. Der ganze Tag lief so darauf hinaus, dass jetzt was passiert. The whole day ran towards this situation where something was about to happen. Bartimäus, wir legen dir einen Zehner rein, wenn du die Klappe hältst. Bartimäus, we'll put in 10 euros if you just be quiet. Ah! Sohn David, Son of David, erbarme du dich meiner. Have mercy on me. Bartimäus wollte so unbedingt Jesus. Bartimäus so wanted Jesus. Weil er wusste, er braucht ihn so unbedingt. He needs him so much. Wisst ihr, viele Menschen würden an diesem Punkt aufhören. You know, many people would stop right sie at this point. Sich ermutigen lassen. But they would be discouraged. Hoffnungslos aufgeben oder sauer oder bitter werden. And they would give up and be hopeless and bitter. Auf die Stimme der gefallenen Welt nachgeben. And they would give in to the voice of this fallen world, or they would resign. Oh, wisst ihr, ich kenne das in meinem Leben. But you know, I know it in my life. Wo ich etwas tun möchte für Jesus. Where I want to do something for Jesus. Und es sind so Komitees, die mir das nicht erlauben, es zu tun. And there's committees that don't allow me to do it. Es sind sehr weise Menschen, ich segne sie. And there's wise people and I bless them. Aber wisst ihr, da wo die Leute gesagt haben, Jimmy, das bringt alles nichts. Where people said, Jimmy, just it doesn't bring anything. Da habe ich lauter geschrien. There I shouted out louder. Ich bin nicht bitter geworden oder sauer. Ich habe gesagt, ich will mehr. I said, I want more. Wisst ihr, ich war in einem so einem Treffen, so einem Meeting. I was in one of these meetings. Und ich hatte dort ein sehr frustrierendes Gespräch. Sehr and frustrierend. I had a very frustrating meeting. Ich bin in mein Auto eingestiegen. And I went into my car. Und ich dachte, hey, Gott, ich glaube, ich bin fertig. And I said, God, I think I'm finished. Ich habe gesagt, okay, wenn die es nicht wollen, ey, ich bettel sie nicht an, nee, ich will es auch nicht. I said, oh, if they don't want it, I won't beg them, I won't do it. Ich stelle mich zur Verfügung, aber nee, wenn es nicht, dann ich bin weg. I'm there if they need it, but if they don't want it, I'm gone. Und es schmerzte so sehr in meinem Herzen. And it was so painful in my heart. Ich saß dort im Auto auf dem Parkplatz. I sat there in the car in the parking spot. Und es hat mich so hart getroffen, ich fing einfach die ganze Zeit an zu weinen. And it hit me so hard and I started crying. Und ich weinte wie ein Baby. And I cried like a baby. Und ich wusste nicht, ich war so aufgelöst. And I didn't know, I was so gone. Und es war dieser Moment, wo Gott in mein Ohr spricht. And it was this moment where God spoke into my ears. Wo er mich fragt, Jimmy, was willst du? Where he asked, Jimmy, what do you want? Was willst du? What do you want? In unserer Geschichte passiert genau das. In this story, the same thing happens. Jesus ruft Bartimäus. Jesus calls Bartimäus. Und fragt ihn, was willst du? And he asks him,
what do you want? Und ich frage mich, Jesus, was für eine komische Frage. And I ask myself, what a funny question. Come on, der ist blind, ist doch ganz offensichtlich. Hey, bist du blind, Jesus? It's obvious that he wants to see. Du siehst doch, du bist doch nicht blind, Jesus, er ist blind. Jesus, you're not blind, he is blind. Und er sagt, fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? And he says, what do you want me to do for you? Oh, liebe Leute, ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Frage, die wir heute für uns beantworten müssen. It's such an important question that we need to answer for ourselves. Was willst du, dass der Herr dir tut? What do you want the Lord to do for Was ich oft sehe, ist, wir suhlen uns so in unserer Sünde. What I see a lot of times, we just bath in our sin. Wir sind so total okay mit Durchschnitt. We are completely happy with average. Wir denken so, ach, alles ist in Ordnung. And we think, oh, everything's great. So wie irgendwo an Punkten unseres Lebens sind wir vielleicht müde geworden. We are at points in our lives and we are just tired. Anstatt zu vergeben, sind wir sauer und bitter geworden. And instead of forgiving, we've become bitter. Vielleicht wollen wir uns nur noch rächen. Maybe we just want to take revenge. Reden nur noch schlecht über Gemeinde und über meine Jugend. We just talk about youth, total the youth and the church. Frustriert. We are completely frustrated. Alles scheint irgendwie gegen dich zu laufen. Everything seems to be going against you. Aber da ist die Frage, was willst du? But the question is, what do you want? Was willst du? What do you want? Wisst ihr, der Bartimäus, er steht auf und er wirft sein Gewand ab. You know, Bartimäus, he gets up and he throws his cloak aside. Er wirft sein Gewand ab, weil er so unbedingt Jesus braucht. He throws it away because he so desperately needs Jesus. Und ich möchte dir sagen, sein Gewand als Bettler, das war alles, was er hatte. You know, his clothes that he was wearing, his mantle, was all he had as a beggar. Es gab ihm Wärme, es schützte ihn vor Regen. It gave him warmth and it gave him protection from the cold. Leute erkannten ihn anhand seines Mantels. People knew him from his mantle. Und diesen Gewand, den legt er ab. And he lays it aside. Und es ist so, als wenn er so seine alte Identität ablegt. And it's like him throwing away his old identity. Es ist so, als würde er mit der Vergangenheit abschließen. It is as if he finishes off with his past. Und sich nicht in dieser, ja, in diesem Selbstmitleid zu verlieren. And that he does not get lost in this self-pity. Sondern aufzustehen. But that he gets up. Sein Gewand abzulegen. And he throws his garment hin aside. Hin zu Jesus zu gehen. And to go to Jesus. Und Jesus fragt ihn, was willst du, and dass Jesus ich dir tue? And Jesus asks him, what do you want me to do for you? Wisst ihr, und heute fragt Jesus uns. And you know, Jesus asks you today. Was willst du eigentlich, dass ich dir tue? What do you want me to do for you? Wisst ihr, wir leben lieber oft in unseren Lügen. You know, we like to live in our lives. In diesem Fall ist es so, viele Menschen, die sind sehr bequem mit ihrer Krankheit geworden. And some people, they've just become very comfortable with their sickness. Ich habe mal einen Rollstuhlfahrer gefragt, hey, wofür darf ich beten? And I asked a person in a wheelchair once, hey, what can I pray for? Es waren so belanglose Sachen, die er mir aufgezählt hat. And he just told me so normal stuff. Man gewöhnt sich so an sein Leben. You get so used to your Man life. Man gewöhnt sich so an die schlechten Gewohnheiten. You get used to all these bad habits. So all die Sünden. Man gewöhnt all the sich so sins and you get used to them. Wir werden so gemütlich darin. And we get so comfortable in them. Es ist einfach viel einfacher, in dieser Lüge zu leben. And it's so much easier to live in that lie. Und die ganze Zeit ein professionelles christliches Leben zu führen. And to lead professional Christian Aber life. Heute ist doch Jesus da. But you know, Jesus is here today. Wo wir ihn unbedingt brauchen. Where we really need him. Wo er hier ist. Where he's here. Und ich frage, was willst du, and dass ich dir tue? And he's asking you, what do you want me to do for you? Rufen wir heute Sohn Davids, Jesus. Do we shout out, Son of David, Erbarme Jesus. Du dich meiner. Have mercy on me. Jesus, dich brauche ich so unbedingt. Jesus, I so need you. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. I want us to get up together. Halleluja. Möchte, dass wir gemeinsam unsere Augen schließen. I want us to close our eyes together. Heute fragt Jesus uns. Jesus is asking you today. Was willst du, dass ich dir tun soll? What do soll? You want me to do for you? Rufen wir heute Abend Sohn Davids. Do we call out Son of David? Erbarme du dich mein. Have mercy on me. Lass es heute vielleicht ein Moment sein, wo du sagst, ich weiß nicht, wo du stehst.
let this be a moment today. I don't know where you stand. Vielleicht geht's dir so dreckig, vielleicht wie in Bartimäus. Maybe you feel so bad, maybe like Bartimäus. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen wie dieser klügste Mann der Erde. Maybe you feel a bit like the smartest person on earth. Ich möchte sagen, so oder so, wir brauchen Jesus. You know, this or that way, I will tell you, we need Jesus. Jeder von uns braucht Jesus. Every one of us, we need Jesus. Lass uns unsere Augen geschlossen halten. Let's keep our eyes closed. Ora, noch mal fragen, ob ihr mir noch mal helfen könnt. Ora, maybe you can help me. Möchte dich heute Abend fragen. And I want to ask you. Bin ich heute Abend bereit? Am I ready tonight? Nach Jesus zu rufen. To shout out for Jesus. Bin ich bereit, nach Jesus zu suchen? Am I able? Or am I ready to seek Jesus? Nach ihm zu rufen. To call out for him. Bin ich heute Abend bereit, das Alte abzulegen? Am I ready to leave aside the old things? Meine Vergangenheit zurückzulassen. To leave my past behind. Meine alte Sicherheit loszulassen. To let go of my old securities. Bin ich heute Abend bereit, mich aus dem Dreck zu erheben? To lift myself out of the dirt. Nicht mich irgendwo in diesem Dreck zu suhlen. Not to just take a bath in all this dirt. Gemütlich zu werden mit meinem Alltagsleben und all den Fehlern. To be comfortable with my everyday life. So von wegen, so war es schon immer. Oh, say how this is how it always was. Ich möchte dich heute fragen, bin ich bereit, I want to ask you, frei von Sünde zu werden? To be free from sin. Will ich frei von Sünde werden? Do I want to be free from sin? Ich möchte dir sagen, wenn du das heute Abend in deinem Herzen schreist, sei frei. I want to tell you, if you shout that up in your heart, you shall be free. Willst du frei von schlechten Gewohnheiten werden? Do you want to be free from bad habits? Ich möchte dir sagen, dann sei frei. I want to tell you, then be free. Aber willst du es denn auch wirklich? But do you really want it? Willst du frei von lebender Ängsten sein, von lebenden Ängsten werden? Do you want to be free from living fears? Möchte dir sagen, sei frei. I want to tell you, be free. Willst du frei von Krankheiten werden? Do you want to be free from sickness? Sei frei. Be free. In meiner Vorbereitung hatte ich ein prophetisches Wort für heute Abend. In my preparation, I had a prophetic word for tonight. Dieses Wort kommt aus 2. Timotheus 2. And it comes from 2 Timothy 2. Vers 13. Verse 13. Wenn wir untreu sind, when we are not faithful, ist er doch treu. He is still faithful. Wenn wir untreu sind, when we are not faithful, so bleibt er doch treu. He remains faithful. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. For he cannot contradict himself. Und das ist heute Abend die Frage, will ich and the Jesus? Question is, today, do I want Jesus? Will ich wirklich frei werden do I von really Sünde? Want to be free from sin? Will ich es? Do I want it? Will ich es vom ganzen Herzen? Do I want it from all of my heart? Und ich möchte sagen, Jesus macht dich frei. And I want to tell you, Jesus will set you free. Ich bitte free. Das Gebetsteam mal nach vorne zu kommen. I want to ask the ministry team to come up front. This is der erste Abend. This is the first evening. Ich weiß nicht, wie lang deine Fahrt war. I don't know how long your drive aber has Leute, been. Ich möchte sagen, für diesen Augenblick sind wir gekommen. But I want to tell you that we've come for this moment. Für diesen Augenblick sind wir da. We have come for this moment. Eine Entscheidung in unserem Herzen zu treffen. To make a decision in our hearts. Zu sagen, Gott, ich will einfach to say, mehr. God, I really just want Jesus, more. Ich brauche dich. Jesus, I need you. Ich schaffe es nicht alleine. I cannot do it on my own. Hey, ich bin so abhängig von dir. I'm so dependent on you. Ich brauche dich, I Jesus. Need you, Jesus. Ich brauche dich so unbedingt. I need you so desperately. Und ich will es auch and unbedingt. I also want it. Ich will es so unbedingt. I want it so desperately. Ich glaube, bei vielen in eurem Leben, da liegt es auf der Hand, es ist so offensichtlich, was es ist. You know, with many of us, it might be so obvious what it is. Genau wie beim Blinden, es ist offensichtlich, dass er blind ist. With a blind man, it's so obvious, his problem is he's und blind. Und doch fragt Jesus, was willst du? But still, Jesus is asking, what do you want? Was willst du? What do you want? Und wisst ihr, an diesem Abend, als ich im Auto saß, heulend. Do you know, when I sat in that car that evening, crying. Davor einfach mit den Gedanken stehe, alles irgendwie liegen zu lassen.
And I was playing with the thought to just leave everything behind. Auszuwandern, Deutschland den Rücken zu drehen. To go out of, away from this country. And Und diese Frage empfinde in meinem Herzen, Jimmy, was willst du? And when this question came into my heart, Jimmy, what do you want? Und das waren die Worte, die ich heulend im Auto ausgesprochen habe. And crying, I spoke these words. Ich habe gesagt, Gott. God, I said. Verändere mein Herz. Change my heart. Ich habe nicht Menschen verflucht. I didn't curse people. Ich habe Gott nicht verflucht. I didn't curse God. Ich habe nicht herumgemeckert. I didn't complain. Menschen verurteilt. I didn't judge people. Ich habe mir ans Herz gefasst. I touched my heart. Hab gesagt, verändere du mein Herz. I said, change my heart. Wenn das heute dein Gebet ist, if that is your prayer tonight, dann möchte ich, dass du aus der Reihe kommst, then I want to ask you to step out, eine Entscheidung triffst, and make a decision. Und einfach nach vorne kommst, come und für dich beten lässt, and we will pray for you. Mach's doch einfach jetzt. Just do it now. Danke, Jesus. Thank ich you, Jesus. Brauche Jesus. I need Jesus. Jesus, ich brauche diese unbedingt. Jesus, I so desperately need you. Wenn du hier bist, ich schaffe es nicht when alleine. You're here and you say, I can't do it on my own. Hey, komm doch schnell nach vorne. Just come quickly, come quickly. Wir haben einfach viel Platz. We have a lot of room. Warte nicht, bis dein Nachbar. Ey, hier geht's nur um dich. It's all about you right now. Vergiss doch gerade, man blendet doch mal gerade alles aus. Just take everything to the side. Ich weiß, wir stehen hier vorne und I know we stand up front here. Es sind die Lichter. And it's lights. Ey, aber das ist alles gerade so total unwichtig. But it's all so not important right now. Das, was gerade jetzt zählt, das bist du und Gott. What counts right now is you and God. Sagen, Gott, ich brauche dich. Tell him, I need you. Und ich weiß nicht, was der Kampf gerade in deinem Herzen ist. I know what, I don't know what the battle is in your heart right now. Aber ich möchte dir sagen, jetzt schreist doch so umso mehr. But I just want to tell you, just shout out the more. Lass es doch so sein, dass du es doch gerade jetzt so unbedingt eben jetzt gerade noch willst. Oh, just what you really, really, really need right now. Lass es doch in deinem Herzen sein, wo du sagst, jetzt erst recht. Where you say it yourself in your heart, now even more. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Ich brauche Jesus. I need Jesus. Ich brauche ihn mehr als je zuvor. I need him more than ever before. Ich schaffe es nicht aus meiner eigenen Kraft. I cannot do it in my own strength. Ich schaffe es nicht mit meiner eigenen Intelligenz. I cannot do it with my own intelligence. Ich schaffe es nicht aus einer christlichen Professionalität. I cannot do it from professional Christianity. Ich brauche eine Offenbarung, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, the Son of God, dass er nicht nur eine irgendeine Religion ist, that he's not just one religion, dass ich ihn so unbedingt brauche, but that I really just need him. Wir brauchen noch ein paar Gebetshelfer hier vorne. We need some more prayer helpers up front here. Danke, Jesus. Vater im Himmel, Father in heaven, ich möchte dir danken, Jesus, für jeden Einzelnen. I want to thank you for everyone here. Jesus, Herr, und wir wollen einfach heute Abend aufschauen tonight, Jesus, zu dir. We want to come to you. Vater, und sagen, and Father, wir brauchen dich so unbedingt. We need you so much. Vater, verändere du mein Father, Herz. Change my life. Verändere du mein Herz. Change my heart. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, we need you. Wir schaffen es nicht ohne dich. We can't do it without you. Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Alles, was wir brauchen, das bist du, Jesus. All we need is you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Preisen deinen Namen, Jesus. We praise your holy name. Halleluja. Tu mir doch heute Abend den Gefallen.
please do me the favor tonight. Ob du vorne stehst oder hinten stehst. Whether you're in the front or in the back. Es ist voll in Ordnung, es ist total schön. It's completely okay. Aber hey, lass uns doch heute einen Abend haben, wo wir diesen Abend Gott ehren. But let's take this night to honor God. Hey, es wäre so schön, wenn wir heute Abend keine Zuschauer hätten. It would be so great if we didn't have spectators here tonight. Sondern heute Abend einsteigen. But if we would enter in tonight, Gott anbeten, to worship God, ihm zu sagen, alles, was ich brauche, das bist du, and to Jesus. Say, all I need is you, God. Left my feet by the side of the road. He used me, won't let go. Drawn to the voice of the Lord to pray. God, there are reasons to be here again. Father's night, he draws me in. And all my eyes wanna see is a glimpse of you. All I need is you. All I need is you.
Love's like a hurricane. I am a tree bending the knee. The weight of his wind and mercy. And all of a sudden, I'm unaware of these reflections eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Yeah.
Jesus, ich möchte dir danken für deine Liebe. Deine Liebe, die an diese Orte geht. Danke dir, dass du unter uns bist. Danke dir, dass dir alles möglich ist. Preise dir. Thank you.
Wow. Hey, Gott, ich danke dir. God, I thank you. Gott, ich danke dir für diesen großartigen Start. God, I thank you for this great start. Ich danke dir dafür, dass wir heute ankommen dürfen. Thank you that we could arrive today. Und wir sind mitten in deiner Gegenwart. And we are in the midst of your presence. Und wir sagen alle Dankeschön, Jesus. And we thank you, Jesus. Amen. 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 Wow. Ich stand unten und ich habe mich während der Predigt ein bisschen hinten reingesetzt. I sat back there in the, during the preaching. Und dann habe ich, hab ich mich so umgeschaut, habe euch alle so ein bisschen beobachtet. So then I was looking at you. Und ich habe herausgefunden, dass ihr alle, ihr seht so gut aus. And I found out you all look so good. Ihr seht so gut aus. You look so good. Und euer Lächeln ist jetzt noch viel, viel größer als davor. And now your smile is even bigger than before. Und wisst ihr, als ich da hinten saß, habe ich danach so ein bisschen gefühlt, dass so wie du gekommen bist. And when I sat back there, I thought the way you came ist es perfekt. It's perfect. Perfect. Das ist perfekt. It's perfect. So wie du hier sitzt. Now the way you're sitting here. Ist es so wie als würde Jesus dir persönlich ins Ohr sagen. It's as if Jesus told you into your ear. Du bist genau richtig. You are right here. Und das war erst der Anfang. And this was just the beginning. Und nimm das persönlich. Take this personal. Nimm das prophetisch sogar. Take this prophetic. Das ist ein Sieg für dich. It's for you. Und ich möchte euch jetzt and now I want to ganz besondere Leute vorstellen. I want to introduce very special people. Noch nicht ganz. Das not kommt quite noch. Yet. Das sind auch ganz besondere Leute, aber es kommt später. Ich möchte jetzt das Bundesjugendteam nach vorne bitten. I want to ask the youth team, German youth team, up front. Kommt mal bitte nach vorne. Can you come up front? Schaut euch in diese gut aussehende, schaut mal in diese gut aussehende Gesichter hinein. Look at these good looking people. Einer hübscher als der andere. One is better looking than the other. Okay, wir machen das jetzt so. So we will do it this way. All diese Lieben, oh, das ist noch mehr als ich dachte. So, ihr sagt kurz euren Namen und wenn ihr was Wichtiges zu sagen habt, sagt es einfach rein. So you say your name and if you have something important to say, then just say it. Thomas Bleile. I'm Thomas Bleile. Gleich gibt's Cocktails. And soon there's cocktails. Ich bin der Torte und ich komme aus Almersbach. I'm Torte and I come from Almersbach. My name is Bora, I come from Mannheim. Ich heiße Bora und komme aus Mannheim. And I have, can I say it now? Should I say, okay. I always have to say something. Okay, you will, if you are not behaving yourself well. Wenn ihr euch nicht gut benehmt. Then I will knock on your head. Dann werde ich an deinem Kopf anklopfen. No, joke. I'm just responsible for security in these few days. Ich bin verantwortlich für die Security die nächsten Tage. And we will have to have some kind of order or und wir werden so ein bisschen Ordnung brauchen. It means if you are behaving well. Es bedeutet, wenn ihr euch gut verhaltet, then we will have a great relationship. Dann haben wir eine großartige Beziehung. But if you don't behave well, wenn ihr euch aber nicht so gut verhaltet, we have two times we will just correct you. Dann haben wir zweimal, dass wir euch sozusagen darauf hinweisen, korrigieren. And third time, I'm sorry, you will have to leave. Wake up. Yes, und now everyone. Oh. Beim dritten Mal müsst ihr dann Wake Up verlassen. Sagen wir alle zusammen mal. Oh. 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 During a night. Während der Nacht. This room here. Ist dieser Raum hier Halle C it will be closed, wird geschlossen sein and you will not be able to come in. Und er darf mir hier nicht rein und kommt auch hier nicht rein. So don't forget your stuff here. Also vergesst euer Zeug nicht. And during the night you will have time to speak and have fun till midnight, oder? Midnight. 23:30, also ihr habt dann noch in der Nacht Zeit zu reden bis 23:30 Uhr. After that, please try to sleep. Danach versucht bitte zu schlafen. I really don't want to send anyone home from you. Ich möchte wirklich niemanden heimschicken. You already noticed that there is a exit for the showers. Es gibt da draußen einen Ausgang für die Duschen. That's the main entrance in the building. Das ist auch der Haupteingang ins Gebäude. So please don't use any else of, any other of that. Also bitte nehmt nicht einen anderen Ausgang. Also the garage doors that can be moved, so don't use them.
auch die Garagentore, die so aufgehen, bitte benutzt die nicht. And that's something that is very important. There will be no fire whatsoever, smoking in the building and outside of the building in the also property, okay. Im Gebäude und auch. So, ich heiße Sascha. Ich heiße Sascha. Mein Name ist Sascha. Genau. Und ich habe das Vorrecht, hier der Leiter von den Jungs im Band zu sein. I have the privilege to be the leader of these guys. Und ich möchte euch wirklich eins bitten. And I want to ask you one thing. Respektiert die Leute. Respect them. Wenn sie euch was sagen, they tell you something, akzeptiert bitte. Accept it, please. Weil wenn ich dann was sagen muss, dann heißt es meistens nach Hause gehen. Because if I have to say something, then usually is you have to go home. Und wie Bora gesagt hat, wir freuen uns, dass ihr da seid, weil das ist unser Ziel, dass ihr Gott erleben könnt. And as we said, we rejoice that you are here, because that's how why we are here, that you meet God. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir so große Veranstaltungen haben, wir brauchen Disziplin und Respekt. And you can also imagine this, based on this size, we need respect. Genau, und von dem her, ich freue mich wirklich auf die Zeit mit euch alle. So I'm looking forward to this time with you. Und ich bin überzeugt, dass Gott jeden Einzelnen verändern kann. And I really believe that God will change everyone. Dankeschön. Ich bin Gideon und komme aus Kiel. Kiel müssen wir ungefähr da sitzen, ich sehe euch nicht. I can't see what the people from Kiel is sitting there. Und ich kann nur sagen, wir haben immer ziemlich lange Weekend, aber es lohnt sich jedes Mal, es ist einfach nur genial. I can only say we have a long way to go here, but it's worth it every time. Genau, ich bin Vicky und ich komme auch aus Kiel. I'm Vicky, I'm also from Kiel. Und ich freue mich total auf die Zeit hier mit euch. I'm so happy for this time, yeah. Ja. Wir sind auf einer christlichen Veranstaltung. Ich komme vom Himmel und dann gehe ich auch wieder hin. Ja, eine Christian Meeting, I come from heaven and that's how I'm going back there. Ansonsten grüße ich natürlich Großbachungsbahnen. Okay, zwei kleine Sachen. Zum einen, die Techniker, die die Licht und den Sound machen. So the technicians who do the sound and the light. Die machen einen großartigen Job. Und wenn ihr was, great job. Wenn ihr was zu verbessern oder zu beschweren habt, kommt zu mir, die können nichts dafür. And if you have anything to complain about or we have changed something, then come to me because they can't do anything for it. Das zweite ist, wir haben hier wunderbare Räumlichkeiten. And then the second is, we have great facilities here. Und wir sind in Vorleistung getreten. Wir haben der Messe gesagt, dass wir friedvolle und richtig gut benehmende junge Leute hier aufnehmen. And we told the people from the area that we are peaceful and so nice people coming here. Und Sascha hat dafür unterschrieben. And Sascha signed for it. Also, wir fangen demnächst an irgendwann im Gefängnisbesuchsdienst an. So we will start the prison ministry soon. Ja, ganz kurz. Nehmt die Räumlichkeiten so wahr, wie sie sind. So please take these facilities as they are. Lasst dort an der Wand, was an der Wand ist, und hängt nichts hin, was dort nicht hingehört. And please leave everything at the walls that's there and don't put anything that doesn't belong. Wir haben ein paar Romanliga. Ich habe hier eine LED Leuchtstreife, der schon im Nachtlager angebracht wird. And we have some romantic people. I've got this LED light here that was already put in the mass accommodation place. Wenn ihr da drin Licht brauchen würdet, würden wir es euch reichen. If you needed light there, we would give it to you. So ihr könnt es nachher an der Cocktailbar gegen den Cocktail wieder abholen. Wir brauchen kein Problem. So you can pick it up again at the cocktail bar later. So, und da ihr natürlich alle sehr mobil seid und wahrscheinlich jeder von euch ein Handy hat und wir natürlich everybody has a cell phone, you're very mobile. Und wir natürlich wollen, dass ihr diese Veranstaltung über Facebook und sonst natürlich nur positiv promotet. So we want that you promote this happening here positively on the Facebook. Dafür sorgen wir natürlich auch, dass eure Handys geladen werden. So we will take care that your cell phones will be charged. Wenn man schlechte Nachrichten hat, dann lässt man einfach ein paar Leute hochkommen, die es dann einfach sagen. If you've got bad news, you just bring people up that say it for you. Okay, wir haben noch ein paar Sachen, die ich mit euch gerne teilen würde. So I have a few things that I want to share with you. Wenn ihr Internetanschluss habt an euren Handys. If you have internet on your cell phones. Sicherlich habt ihr schon heute Abend ein paar Fotos gemacht oder so. Maybe you have taken some pictures tonight. Ihr seid mehr als
als willkommen, es zu posten in Facebook. You're more than welcome to post on Facebook. Okay. Wenn ihr Fundsachen habt, also wenn ihr was vermisst oder auch wenn ihr nette Handys findet, bitte an einen der Securities. If you find things like cell phones or whatever, please give it to one of the security guys. Okay, jetzt kommt was ganz Cooles. So now something really cool. Geht jemand während der Veranstaltung eigentlich duschen? Is anybody going to have a shower during the meetings? Wait, yeah. Oder what, während der ganzen Wake-up-Zeit? Or while we do have wake-up? Keiner? Nobody? Okay. Ja, also dann bringen wir morgen die Duschkontainer wieder zurück. Weg, ihr braucht es ja nicht, oder? Because then we can put the shower. Ja, so dann sparen wir uns Geld. We will save money anyway. Und wenn alle das machen, dann riechen wir uns gar nicht so. Everybody doesn't have a shower, then we won't smell each other so bad. Okay, also, wenn ihr in die Duschen geht, bitte die Schuhe vor dem Läufer ausziehen. If you have a shower before, then is this mat lying there. Und geht dann bitte barfuß in die Duschen rein. Please go barefoot into the shower. Wir machen es auf jeden Fall, wir machen es so, dass es immer sauber ist. Da sind Cleaning Teams unterwegs. We will take care that it's always clean as a cleaning team. Okay, Burler. Firecrackers. Wenn wir welche hier im Lager finden, if we find any here where you sleep, dann müssen wir sie euch leider wegnehmen. We have to take them away from you. Wer hatte denn schon den Genuss gehabt, aufs Klo hier zu gehen? Who had the enjoyment of going to the bathroom? Habt ihr diesen Zeitungsartikel gelesen, 1300 Euro? Did you read that article, it's 1300 Euro if the alarm goes off? Das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. We really don't want that. Deshalb. So that's why. Bitte jegliche Böller nicht auf diesem Grundstück haben. Any firecrackers, don't have them on the premises here. Nicht besitzen und auch nicht loslassen. Don't own them and don't fire them off. Okay, gehen wir weiter. Jetzt muss ich den guten Mann, Feuerwehrmann, hervorrufen, der kann sich bereit erklären. So the fireman can come up. Und solange erzähle ich euch, wenn euch etwas hier passiert. So if anything happens here, es gibt einen guten Arzt. There's a good doctor. Benny, bist du da? Benny, are you there? Unser Doktor ist da. Auf den könnt ihr immer zukommen. Er hat seinen Platz immer hier neben dem Mischpult. He's usually there right next to the sound guys. Und, oder wenn euch irgendetwas passiert, dann kommt doch einfach auf jeden Fall. If anything happens to you, then please come to us. Will jemand auch eins? Yeah. You want to? Wir zeigen das jetzt, wie das funktioniert. So we will show you how it works. Cornelius und ich, wir werden es euch jetzt mal demonstrieren. We will show you. Und dabei ist es sehr wichtig, dass man das Glas im richtigen Winkel hält. So it's very important that you hold it at the right angle. Dabei betrachtet man die tollen Farben. So you look at these great colors. Und man denkt sich, wie könnte das gute Ding schmecken? And you think about how this, what this could taste like. Dann siehst du diese frischen Zitronen. And then you see these lemons. Und deine Zunge dicht sich schon. And your tongue is. Und dann kommt dieser Moment. And then this moment. Dieser Coca-Cola-Moment. This Coca-Cola-Moment. Diesen Strohhalm ganz nah zu deinem Mund führst. And you put the straw to your mouth. Ihn mit deinen Lippen umschlägst. And you wrap your lips around it. Und ganz langsam genüsslich einschlägst. And then you take a sip. Du schluckst runter. You swallow. Du hast auch deine Augen geschlossen. Your eyes are still shut. Und du denkst dir. And you think, diese Hände, die das zubereitet haben, the hands that have prepared these, die sind so gesegnet. They are so blessed. Wow. Wenn ihr auch so einen goldenen Moment erleben möchtet, if you also want to experience one of these great moments, goldene Momente sind garantiert mit den tollen Leuten hier. Gold moments are guaranteed with these great people. Und ihr kriegt einen tollen Cocktail. And you will get one of these cocktails. Das ist so toll. It's so great. Jemand Durst? Are you thirsty? Ich trinke für dich noch mal was. I will drink some more for Mach you. Jemand? Weiß nicht mehr. Okay. Gib mal einen Applaus an die tolle Cocktailbar. So, gib mal einen Dankeschön. So, nun haben wir genug geredet. Eine Sache müssen wir noch machen. We have to do one more thing. Und that is written, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. An empty cross, an empty grave. Life eternal, you have won the day. Sing it out, Jesus.
Kurz die Augen schließen. So let's close our eyes one more time. Und lass uns noch mal zum Abschluss beten, okay? Let's pray. Vater im Himmel. Father in heaven. Du bist so wahnsinnig gut zu uns, Herr. You are so good to us.